Stehen bleiben! Volker! Ah, den schnapp ich mir gleich. Mein Lamborghini fährt schnell genug. Scheiße, wo kommt denn der jetzt plötzlich her, Mann? Ich wollte nur ein bisschen Backer fahren. Im Moment, da muss ich anhalten. Nicht, dass ich hier... Oh, was ist jetzt? Hans? Hans! Scheiße. Was ist denn jetzt? Hans! Irgendwie liegt der auf der Seite. Ja, hallo? Ja, hallo, Lukas Müller, wegen dem Notfalleinsatzplan auf der, nicht lang schnacken, einfach herkommen. Der Hans liegt auf der Seite, der kommt nicht mehr auf den Fleck. Auf der ärztliche Versorgung, ja, nein. Nicht ansprechbar. Okay, ich hole den Notarzt. Sein Kopf liegt auf der Hupe. Okay. Auch den Hans, ey. Und deswegen ist es bei dem Lukas passiert wäre, dann wäre es mir egal. Hans! Scheiße. Hans! 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 Der schwätzt nix, der Vogel. Hä, wo sind die jetzt hingefahren? Jetzt sind die weg. Ach, Hans! Hans! Ah, bist du aufgewacht? Hans, was ist denn passiert? Mein Nacken. Oh. Was ist los? Ja, was los ist? Ja. Das weißt du selber. Ich? Warum ich? Du warst voll auf meiner Spur. Oh. Ey, verrat doch sowas nicht. Oh, mein Nacken. Oh. Hans, ich... Das sieht nicht gut aus. Was ist denn eigentlich hier passiert? Hans, denk dran. Ich weiß auch nicht. Ich bin da um die Ecke gekommen, da lag er hier schon. Ja. Halt durch, der Rettungswagen kommt. Mein Nacken. Verrat nix. Herr Peter? Herr Peter! Der driftet immer ein bisschen weg, der halluziniert. Nacken. Geht's ihm? Wie geht's ihm? So ein Scheiß, ey. Ja, wie wohl? Naja, können Sie sich bewegen? Kaum. Schmerz ist irgendwo besonders? Hallo, Neumann. Ja, im Nacken. Ja. Oh. Okay, vielleicht ein Bruch. Hallo. Ach nee, Nacken. Oh. Ja. Ich glaube nicht, dass sie gelähmt sind. Und mein Arm ist eingeklemmt. Oh. Der rechte, der sieht eingeklemmt aus. Wer macht den Abschleppdienst? Keine Ahnung, ich glaube der Neumann. Der Reisex oder so. Okay. Will mir mal jemand helfen, den Herrn Peter versuchen rauszuziehen aus dem Traktor? Ich stehe unter Schock. Ich kann jetzt nicht. Ich muss noch ein Absperrmittel holen. Björn? Ich kann nicht. Eins. Nee, geht nicht. 2, 3. Sehen Sie, ja, genau. Oh. So, ich drücke ihn jetzt mal leicht auf den Nacken und Sie sagen mir, wie sehr es weh tut. Oh. Okay, sehr schlimm.
Passen Sie mit der Wirbelsäule auf. Halswirbelsäule. Bewegen Sie mal Ihren Arm. Oder versuchen Sie es. Ich kann. Okay, ich glaube, ich sollte mal ins Krankenhaus gebracht werden. Du oder er? Ja. Marlon? Ich tue ihm jetzt erstmal was, eine Spritze geben. Die Spritzminder, Schmerzmindernd. Achtung. So. Deutsch. Naja, so schlimm scheint es jetzt auch nicht zu gehen. Ich sagte doch, der halluziniert. Der hat auch behauptet, dass ich irgendwie was damit zu tun gehabt hätte. Warte, ich rufe schon mal den Abschleppdienst an. Vielleicht muss auch in die Klapse, ich weiß nicht. Ich glaube, eine Psychiatrie wäre fast angebracht da. Als ein Krankenhaus. Ich drehe mal gerade den Schlüssel bei dem Traktor um. Peter. Marlon. Vielleicht hat er auch wieder einen Rückfall gehabt. Marlon. Hans, bleib mal stehen. Herr Müller, also Müller 2. Ja? Dein Auto steht doch, oder euer Auto steht doch da beim Dingshandel, bei der Feuerwehr. Kann ich das mal schnell holen, um den Hans-Peter abzuschleppen? Also, ich bin unterwegs. Ja, dann bringe ich ihn ins Krankenhaus. So, Herr Peter. Ja, wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Herr Peter? Wo läuft der denn hin? Hier oben habe ich echt wenig FPS, Herr Peter! Hier steht er. Nee, Quatsch, das ist er gar nicht. Das ist der Neumann. Wo ist denn Peter jetzt hin? Ja. Ey, mach das doch nicht neben meinem Ohr, du Held. Leon. Ja? Komm mal da zum Unfallort, den kleinen Feldweg, da ist der Herr Peter. Hallo. Lass ihn da mal. Hi. Dann stecken wir den mal. Du bleibst doch mal hier, läuft er zum Unfallort. Warum? Wir stecken den jetzt in das Auto. Was denn? Das mit dem Bagger? Ja. Ich hab dich gesehen, wie du damit rumgefahren bist. Was für ein Bagger? Nein, Herr Peter. Nein, Herr Peter. Boah, guck mal hier. Guck mal das Logo von Schwatzing. Du brauchst auch nicht abzulenken hier. Was hast du damit gemacht? Du kennst es doch. Jeder Junge will doch mal einen Bagger fahren. Ja. Bin ich frei? Leon. Okay. Ja? Haben nur mal umgedreht. Aber gut, wir müssen uns um Verletzte kümmern. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich stehe unter Schock. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun wollte. Ich glaube, da hinten irgendwo. Herr Varuna? Ja? Rufen Sie mal bitte die Polizei. Der Hans-Peter wird flüchtig. Bin doch schon hier. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Traktor? Ja, scheint so, als wäre er weg. Herr Peter flüchtet in einem Lamborghini. Ey, mein Auto! Mein Traktor! Hans! Ja, schnell die Verfolgung auf. Jürgen, hol ihn. Jan. Ja. Fass! Komm. Alter, jetzt glaubt. In Richtung Kirschplantage flüchtig. Warum klaut er jetzt meinen Traktor? Weil wir Spaß haben. Hm? Das verstehe ich gar nicht. Ist das eigentlich das erste Mal, dass Herr Hans-Peter irgendwie in die Klapse müsste? Keine Ahnung. Wie komme ich denn jetzt weg von hier? Herr Müller, um genau die Standortlage bitte. Richtung Kirschplantage, rauf beim EU, der steht da. Hans? Hans? Hans?
bist gerade aufs Telefon gekommen, hast mich angerufen. Ja. Wo bist denn jetzt? Ich häng... Oh. Ich guck, dass die von dir ablassen. Ich mache auch keine Anzeige gegen dich. Ist halt wohl logisch. Aber wir müssen das regeln, dass die von dir... Ich schwätze mal kurz mit denen. Herr Peter, gehen Sie vom Gas. Warte mal. Neumann. Neumann. Oh, leck das von mir. Da, ja, ey. Sind wir denn alle? Hallo? Ja. Herr Müller. Ja. Lassen Sie mal den Hans in Ruhe. Der hat gesagt, der kommt zu mir. Der will mit mir reden. Ah. Lassen Sie mal von ihm ab. Ich treffe ihn. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Jo. Hans. Sagen Sie das den anderen auch. Festgenommen. Herr auf dem Varuna. Rücken. Ja. Herr Resex, reden Sie mal bitte mit Herr Varuna. Hier haben Sie das Telefon. Warte, ich gebe Ihnen schnell das Telefon. Ja. Hallo? Hallo? Ja. Wo seid ihr denn? Bei der Kirschplantage. Okay, ich lauf mal schnell hoch. Hans hat mich angerufen. Der war ein bisschen klarer. Der hat gemeint, er will mit mir reden. Mhm. Oh Gott. Der ist aber erstmal festgenommen. Ja, aber kann ich nicht mal kurz 5 Minuten? 5 Minuten reden, aber ich bin dabei. Ja, ich komm hoch. Hans, bleibst hier. Ich halte dich jetzt fest. Sag dem Hans, ich komm. Hans, der Volker kommt. Ja. Okay, ich komme, dauert aber ein bisschen. Bin nicht mehr so sportlich wie früher. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht, ey. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ah, ich glaube, ich bin da. Ah ja. Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Da nicht? Volker? Ich hab kein Funkgerät. Was sind die denn? Volker, wir sind ein bisschen geradeaus. Seid ihr bergunter noch? Ja. Okay, ich komm. Der ist zu steil, da kann ich nicht runter. Da war ein Baum im Weg. Alter, wie weit ist denn der gefahren? So, Hans, du bleibst hier, ich halte dich fest. Hans, nee, kannst du loslassen, Jürgen. Ist ja gerade keiner da. Müssen wir nicht so Tatz machen. Weißt du, Jürgen, eigentlich bist du schuld. Nicht? Ja. Warum? Du hast mir so einen Schrecken gemacht, als ich in deinem Bagger gesessen bin, dass ich weggestochen bin wie eine Sau. Und dann bin ich da um die Kurve und da kam plötzlich der Hans und dann, Was hat denn meine Schuld, wenn du in meinem Bagger sitzt? Du hast mir so einen Schreck gemacht. Kam doch nur und hab gesagt, Volker. Ich dachte, jetzt ist Polen offen hier. Ach, Quatsch. Oh, da kommt einer. Also entweder du hältst den anderen auf oder. Aber sag nix. Falten, was habt ihr denn alle? Ja, ich muss mit dem Hans reden. Hans, bleib da, komm. Bleib's hier, Hans. Wer ist denn das, der da kommt? Das ist der Müller. Rettungswagen. Braucht ihr ärztliche Versorgung? Hans, brauchst du was? Brauchst du was, Hans? Ah, es geht wieder. Kopfschmerztablette. Nein. Verband. Der kriegt gleich ein Bier von mir, alkoholfrei. Okay, das passt schon, danke, Müller. Okay, jo. Ja, weißt du, und dann habe ich den da so... Gott. Jürgen? Moment mal, mein Funkgerät geht. Ja? Soll ich die Mischration den Kühen geben? Ja. Auch das Rest, was noch im Silo ist? Gib so viel rein, wie es geht, den Rest gibst du zurück ins Silo, was nicht mehr passt. Okay, perfekt, mach ich. So, ja? So, was machen wir denn nun?
Also. Ihr zwei habt den Unfall sozusagen gebaut. Eigentlich war es der Hans. Weil sie das waren, Herr Wessex. Ich? Weil sie Herr Varuna erschreckt haben. Ich bin nur rangefahren, da ist Varuna schon abgehauen hier. Ja, du hast mir so einen Schrecken gemacht. Ach. Und dann ist er auf meine Spur gekommen. Und dann bin ich umgekippt. Und dann, den Rest wissen sie ja. Ey, Varuna. Was? Wenn du in meinem Bagger sitzt, ich geb dir da bestimmt keinen Anschiss. Wenn du gesagt hättest, ich wollte mal nur eine Runde drehen. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, jetzt ist Polen offen hier. Ich wollte vorher schon fahren und dann kamst du plötzlich mit dem scheiß Manitou hier an. Mensch. Ja, ich hab das schon gedacht da drüben. Ja, kann ja keiner wissen, dass hier... Pass auf, ihr zwei seid ja in der Stadt. Natürlich sind wir in der Stadt. Könnten dazu regeln, dass die Stadt eventuell die Schäden übernimmt. Das ist kein Thema. Es geht nur darum, dass es nicht so publik wird, dass keiner davon Wind kriegt. Überleg mal, die zwei Gemeinderäte fahren sich gegenseitig über den Haufen. Sei gespött der Leute hier. Da kriegt schon keiner was von mit. Ich sag's dir. Die sagen, dass da ein Fuchs oder so über die Straße gelaufen ist. Ja, das könnte man sagen. Hans, was sagst du dazu? Nicht gut. Nimm dir mal die Handschellen jetzt weg. So, du kriegst sie erstmal abgemacht, genau. Oh.